Am vergangenen Freitag startete das große Festwochenende zur 900-Jahr-Feier Plauens mit einem Festgottesdienst in der Johanneskirche anlässlich der Weihe der Stadtkirche. Am gleichen Ort fand am Sonntag auch die Festveranstaltung statt. Was Rang und Namen in der Spitzenstadt und im Vogtland hat, war bei dieser Veranstaltung dabei. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer war unter den Ehrengästen und sprach ein Grußwort. Plauen feiert seinen 900. Geburtstag und alle kamen. So könnte man es kurz und knapp auf den Punkt bringen. Die Johanneskirche war voll besetzt. Vorn in der ersten Reihe, da saßen die Ehrengäste. Sie alle aufzuzählen, würde den Rahmen des Beitrags sprengen. Oberbürgermeister Zenner freute sich sehr über die überwältigende Resonanz. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festgäste, herzlich willkommen zu unserer Festveranstaltung anlässlich unseres Festjahres Plauen 900. Unsere Stadt Plauen wurde 1122 erstmals als Vicus Plauen anlässlich der Kirchweihe unserer Stadtkirche St. Johannes urkundlich erwähnt. Geschrieben in der kirchlichen Amtssprache Latein beurkundete Bischof Dietrich I. von Naumburg 1122 das Graf Adalbert von Beverstein, in dessen Händen die landesherrliche Gewalt des Dobnagau im Ort Plauen lag, eine Kirche errichtet hat. Wir sind übrigens sehr stolz darauf, dass diese Urkunde im Original derzeit in unserem Stadtarchiv zu bewundern ist. Sie ist das älteste schriftliche Zeugnis im gesamten Vogtlandkreis. Vielleicht empfinden Sie es ähnlich. Es ist schon etwas ganz Ergreifendes, etwas sehr Erhabenes an diesem authentischen Ort, der nach 900 Jahren der erstmaligen urkundlichen Erwähnung diesen Festakt hier möglich macht. Und so bin ich sehr dankbar und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich meiner Einladung gefolgt sind und diesen Festakt zum Jubiläum Plauen 900 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wollen. In Plauen wurde Geschichte geschrieben und das in vielerlei Hinsicht. Plauener Spitze und die friedliche Revolution waren selbstverständlich Themen seiner Rede. Die drehte sich aber nicht nur um die glanzvolle Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft der Stadt. Ministerpräsident Michael Kretschmer kam gerne zu der Festveranstaltung und er mag die Plauener. Ich bin sehr gerne gekommen nach Plauen zu diesem Jubiläum in eine Stadt, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, mit Menschen, denen ich viele gemeinsame Geschichten verbindet und die mich jedes Mal wieder fasziniert. Einmal, was ihre Bausubstanz angeht, zweitens, was die Ideen angeht, die von hier geboren werden, aber vor allen Dingen wegen den Menschen. Es ist ihnen gelungen, auch in schwierigen Zeiten immer wieder auch den Zusammenhalt zu schaffen und dafür zu sorgen, dass diese Stadt durch auch schwierige Zeiten durchkommt. Nicht nur Redebeiträge waren Bestandteil der Festveranstaltung. Den Gästen wurde auch ein vielfältiges musikalisches Programm geboten. Meine schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber winden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Auch die Matrosen aus Eckernförde, die Spitzenstadt ist Pate einer U-Boot-Besatzung, können singen, wie man sieht und hört. Doch die übrigen Gäste standen ihnen nicht nach. Als der Chor des Lessing-Gymnasiums das Lied Plauen bleibt Plauen anstimmte, fielen auch sie mit ein. Musikalisch ging es dann auch noch weiter auf dem Altmarkt. Dort gaben die Prinzen ein Geburtstagskonzert. Oberbürgermeister Steffen Zenner und Ministerpräsident Michael Kretschmer begrüßten die zahlreichen Gäste.
Blauen 900. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr da seid. Es war ein tolles Erlebnis, 900 Jahre Plauen gerade in der Kirche zu feiern und zu erleben, welche Energie, welche positive Kraft hier in dieser Stadt vorhanden ist. Und jetzt gebt ordentlich Gas. Habt Spaß bei den Prinzen! Und dann ging es auch schon los. Mit neuen und altbekannten Titeln begeisterten die Prinzen das Publikum. Auch sie waren froh, endlich wieder reale Fans vor sich zu haben. Nichts geht eben über Live-Atmosphäre. Nach uns die Sintflut, nach uns die Sintflut, seid auf der Hut. Wir sind die Krone der Schöpfung. Was für ein Pech. Schon vor einem Jahr wurde das Album Krone der Schöpfung veröffentlicht und in diesem Jahr sollte die große Jubiläumstour stattfinden. 30 Jahre Prinzen, 30 Hits und 30 Städte. Aber aufgrund der unberechenbaren Situation wurde die Tour auf das kommende Jahr verschoben. Nur 4 Open Airs, die teilweise schon für 2020 geplant waren, finden in diesem Jahr statt. Großen Dank an die 5 Herren, dass sie zum Stadtgeburtstag nach Plauen kamen.